Herzlich willkommen im Tierschutzverein München. Wir sind heute in unserer Hunde-WG beim Biggie. Der Biggie, ursprünglich Lakota, ist 2 Jahre alt, ein Schäferhund-Mischling, ist im Tierheim geboren, wurde dann als Welpe vermittelt und kam vor ein paar Monaten wieder zurück, weil er krank ist. Biggie hat Epilepsie, zumindest diagnostiziert, allerdings hat er bei uns keinen Anfall mehr gehabt. Der wird aber noch drauf behandelt und das kostet natürlich auch viel Geld. Sonst ist der Biggie eigentlich ein herzensguter Hund und verspielt und sehr sozial, deswegen wohnt er ja auch mit den ganzen anderen Hunden in der WG. Aber er lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt, also er ist ein bisschen verträumt und das macht es manchmal auch nicht ganz einfach mit ihm. Also er braucht schon ein konsequentes Zuhause, aber sehr viel Zuwendung, sehr viel Liebe und vor allem einen Garten. Biggie ist nämlich nicht ganz stubenrein, aber da kann man sicherlich noch dran arbeiten. Ansonsten ist es eigentlich ein klasse Hund, mit dem man ganz viel Spaß haben kann. Pferde stehlen, würde ich sagen, und wenn Sie den Biggie kennenlernen möchten, dann können Sie das jeden Tag, beziehungsweise von wenn Sie den Biggie kennenlernen möchten, dann können Sie das von Mittwoch bis Sonntag in der Hunde-WG bei uns zwischen 13 und 16 Uhr.